Leute, ganz, ganz kurz, bevor das Video losgeht, am Ende gibt es für all die Leute, die RDW spielen, auf jeden Fall noch ein ziemlich krasses Giveaway. Also falls ihr darauf Bock habt, bleibt einfach bis zum Ende dran. Und ansonsten wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go! Jo Leute, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von mal ein bisschen was anderem, aber auch Fortnite, denn heute bin ich hier mal auf eBay unterwegs und wir werden uns heute einen Fortnite-Trainer bzw. einen Coach bzw. einen Lehrer mit insgesamt über 2000 Wins einfach mal holen. Und ja, hier haben wir auch schon das Angebot mit einem Victory Royale Poster ausgestattet, zudem hier nochmal irgendein Snapchat-Bild von dem epischen Sieg, dann hier nochmal den Fortnite-Coach-Sieg mit dem Namen aber ausgeblendet und mit dem Skulltrooper auf jeden Fall, dem OG-Typen drauf, nicht schlecht. Und dann hier nochmal den Stats von seinem Account. Und auf jeden Fall haben wir dann auch hier schon die Beschreibung des Angebots. Hey, mein Name ist Danny, ich bin 21 Jahre jung und spiele Fortnite seit Season 1. Mittlerweile sehr professionell und habe eine Menge Turnier- als auch Public-Erfahrung. Zum Beispiel 28 Punkte im Winter Royal, 200 plus Scrim-Wins und insgesamt über 2000 Public-Wins. Da komme ich mit meinen 100 Public-Wins, bin der absolute Pleb und vielleicht kann ich das ja echt gebrauchen. Wenn du lernen willst, wie du in kürzester Zeit deine Fähigkeiten enorm steigern und das Beste du aus dir rausholen kannst, bin ich dein richtiger Ansprechpartner. Nice. Dinge, die ich dir beibringen kann, sind zum Beispiel Bau- und Edit-Skills, Verbesserungen deines Aiming, sinnvolles Movement, richtiges Positioning und vieles mehr. Also bei mir wäre jetzt ungefähr das sinnvoll. Weiterhin gehe ich auch gerne auf spezielle Wünsche ein und trainiere mit dir genau das, was du willst. Wir stellen dir deinen eigenen Trainingsplan zusammen, so wie beim Sport eben. Überzeuge dich selbst in einer Runde Spielwiese mit mir. Der Preis für eine Stunde beträgt 8 Euro, der Preis für 5 und so weiter und so weiter und so fort. Hier haben wir halt die ganzen Preise. Da ich allerdings heute nicht so lange aufnehmen kann, habe ich mich mit dem ganzen Typ einfach mal auf 45 Minuten geeinigt. Da war er auf jeden Fall richtig offen für, richtig korrekt und muss dafür dann auch nur 5 Euro bezahlen. Auf jeden Fall richtig korrekt von ihm. Und weiter geht's dann. Gerne stellen wir beide dir ein individuelles Angebot zusammen. Die Stunden teilen wir uns ein, wie es uns beiden zeitlich passt. Folgende Zahlungsarten werden akzeptiert: PayPal, Überweisung, PaySafe Card, Amazon Card. Die erste halbe Stunde verbringe ich mit dir als Kennenlernphase im Playground. Diese ist für dich absolut kostenfrei. Kommunikation erfolgt über Discord, Teamspeak oder im In-Game-Chat. Crossplay. Habe ich dein Interesse geweckt, dann schick mir eine Nachricht und es kann losgehen. So Leute, hier könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal unsere Konversation sehen. Wir mussten uns natürlich auch vorher ein bisschen absprechen, bevor wir das Ganze überhaupt hier möglich machen konnten. Und zwar habe ich ihn dann einfach mal angeschrieben mit: Hey, ich würde gerne ein besserer Fortnite-Spieler werden. Könnte ich dein Angebot für eine Stunde auch für 5 Euro wahrnehmen? Oder könnte man sich dann halt auf 45 Minuten einigen, eben weil ich nicht so viel Zeit hatte? Danke dir im Voraus. Dann hat er direkt geschrieben, richtig korrekt, könnten wir machen. Du musst nur bedenken, dass niemand in 45 Minuten ein Pro-Gamer wird, ist natürlich klar. Aber ich bin ja schon etwas erfahrener, auch wenn ich echt nicht gut bin. Kann dir aber trotzdem die ein oder anderen Tipps geben, wenn du magst. Dann habe ich geschrieben, ja, das ist nett, danke, hättest du vielleicht direkt morgen Zeit? Das wird schwierig, aber ich versuche dich noch irgendwie reinzuschieben. Von wann bis wann hättest du denn morgen Zeit? Ab 14 Uhr bis 16 Uhr wäre nice, Notfall auch ein bisschen später. So, schaffe ich leider nicht, von 17 bis 19 Uhr wäre was frei oder von 12 bis 13:45 Uhr. So, habe ich direkt das Angebot von 17 Uhr angenommen, das ist auf jeden Fall ganz nice. Hat er geschrieben, halten wir fest, passt gut. Dann habe ich ihn gefragt, wie Ingame heißt, hier ist der Ingame-Name. Und Leute, wenn ihr auch so ein Angebot sucht und das Ganze gut enden sollte, dann geht auf jeden Fall die Empfehlung am Ende raus. Also, bleibt bis zum Ende dran, weil wenn ihr auch sowas sucht, dann könnt ihr euch hier vielleicht mal dann auch den einen oder anderen Tipp abholen. Ansonsten habe ich dann noch geschrieben, okay, edde dich dann morgen, danke für die Hilfe und ich habe zu danken, bis morgen. Und dann habe ich hier noch geschrieben, ich habe ihm eine FA geschickt über meinen zweiten Account, den ich extra neu erstellt habe dafür, dass ich hier auch keinen Verdacht schöpfe, dass ich irgendwie schon erfahrener bin. Und ich freue mich auf später. A few moments later. Also, es gibt verschiedene Arten von Waffen. Und da gibt es einmal, also die fangen an auf der grauen Stufe. Danach kommt genau. Dann die grüne Stufe, wie zum Beispiel dieses hier. Danach genau, kommen lila oder blau? Blau kommt danach. Also zum Beispiel diese hier, die habe ich in blau gefunden. Genau. Und dann kommt lila, sowas habe ich noch gar nicht gefunden. Und dann kommt sowas wie Gold, das habe ich hier. Genau. Okay. Wie gesagt, also es gibt verschiedene Waffenklassen. Einmal Schrotflinten, das wäre hier eine, die du schon gesehen hast und die du gerade in der Hand hast. Das ist die hier, die ist. Das hier ist eine Schrotflinte. Oh, Entschuldigung. Das hier ist eine Schrotflinte. Achso, aha. Da kannst du zum Beispiel schneller schießen, die ist halbautomatisch. Und mit der, die du gerade hast, wenn du damit schießt zum Beispiel, die lädt nach jedem Schuss ganz kurz nach. Mit dieser hier? Schieß mal am besten. Genau, schieß mal am besten nicht auf mich, sonst bin ich nachher tot.
genau. Das ist halt eine Pumpgun, die pumpt halt nach dem Schuss einmal nach. Wie kann ich nachladen? Mit, ich denke mal, R ist das bei dir. Und die hier ist halt, ich sag mal, ein bisschen anfängerfreundlicher, weil du halt öfters schießen kannst. Dafür macht die, die du gerade hast, aber mehr Schaden. Das heißt, also jemand, der ein mega gutes Aiming hat und sehr gut zielen kann und gut trifft immer, der ist besser mit der Pumpgun dran, die du gerade hast. Also sollte ich lieber vielleicht die taktische Schroffen für den Anfang nehmen? Genau, für den Anfang würde ich mir eine taktische aussuchen. Kamera am besten mit mir. Mhm. Und was mache ich mit der Spitzhacke? Damit kann ich abbauen, ne? Genau, mit der Spitzhacke kannst du alles Mögliche abbauen. Es gibt ein paar Sachen auf der Map, die du nicht abbauen kannst, aber ich sag mal, zu 95% kannst du alles abbauen. Indem du Sachen abbaust, sammelst du Materialien. Hier bei Spielwiese geht das jetzt viel schneller als normalerweise. Ja. Da siehst du jetzt, rechts in der Ecke deines Bildschirmes hast du jetzt gerade Stein gesammelt. Mhm. Und wenn du mal mit mir rauskommst, wenn du Materialien hast, kannst du Sachen bauen. Treppe, Wand, Boden und Pyramide. Okay. Du kannst auch zwischen den Materialien hin und her switchen, dass du zum Beispiel Stein nimmst. Mhm. Aber das ist halt erstmal nebensächlich, würde ich sagen. Wie gesagt, du sammelst, du hackst mit der Spitzhacke Bäume ab oder Wände oder wie auch immer, um Materialien zu farmen, um dann damit bauen zu können. Okay, ich kann's sagen. Das Bauen ist mega wichtig in dem Spiel. Also, das ist so, es macht 70-80%, würde ich sagen, vom Spiel aus. Also ich drücke Q und dann baue ich hier zum Beispiel sowas. Dann kann ich zum Beispiel eine Wand auswählen und dann kann ich hier meine Burg verstärken. Genau. No. Oh, das war jetzt an die falsche Stelle. Hier. Und dann zum Beispiel so. Genau, jetzt hast du dir eine kleine Base gebaut. Jetzt bist du von allen Seiten geschützt. Wollen wir vielleicht noch so ein bisschen schießen üben? Können wir auch machen, ja. Kein Problem. Also im Nahkampf ist es gut, wenn ich eine Schrotflinte benutze, oder? Genau. Du hast jetzt die taktische, die würde ich dir auch empfehlen für den Anfang. Ja, willst du jetzt einfach mal gegen mich kämpfen, oder? Jetzt hast du mich gekillt. Ich hab jetzt ein Sturmgewehr. Ja. Bin ich jetzt besser als du? Wahrscheinlich, also gehe ich mal von aus. Dann hat das Training ja schon mal was gebracht, dann ist ja gut, dass ich das mache. Du hast mich ja jetzt getötet, deswegen. Und was bringt dieses hier? Kann ich damit jetzt auch dahin schießen? Genau. Aber da geht die Zahl so ganz schnell runter, dann ist das nicht so gut, oder? Das ist, du schießt halt sehr schnell und dementsprechend geht die Munition auch sehr schnell leer. Und mit der Sniper, wie kann ich damit ranzielen? So wie du auch mit anderen Waffen ranzielst, mit dem Rechtsklick. Ah, mit dem Rechtsklick. Ah, und dann, hier habe ich sogar so ein Visier drauf. Ja. Und dann muss ich einfach schießen. In der Luft jetzt wegsnipen. Genau. Genau, so zum Beispiel. Ich hab dich getroffen! Ja. Ja, ich bin ja schon voll der Profispieler. Das ist ja ein Ding. Also. Bauen kann ich ja auch schon ein bisschen, noch nicht so schnell. Du sagst, es ist immer wichtig, nach oben zu bauen, ne? Ich kann schon so eine ganze Treppe bauen. Bin nicht runtergefallen. Das ist nicht schlecht. Okay. 12 seconds later. Okay. Willst du jetzt mal mitbauen probieren oder erstmal nur so mit Waffen? Ich mach einfach ein bisschen beides, glaube ich. Okay. Okay. Dann fange ich an. Jetzt kann ich ja sowas da reinwerfen. Ja, theoretisch kannst du das. Oh! Geh weg! ich bin runtergefallen!
Stirb! Ah. Ich hab dich getötet. Wieder gekillt. Ja. Wo, in welche Stadt wollen wir rein? Komm, wir gehen mal hier hin. Da ist immer sehr viel Action, aber vielleicht haben wir jetzt Glück und da ist keiner. Das heißt, da sind immer ganz viele Leute. Ja, also. Die kann ich jetzt steuern, einfach auch mit WASD. Genau, fliegst du hin, fliegst so im schrägen Sturzflug ungefähr zur Stadt hin. Dein Fallschirm öffnet sich, wenn du 30 Einheiten über dem Boden drüber bist. Okay. Da gibt es auch verschiedene Flugtechniken, sage ich jetzt mal, um das auch ein bisschen zu perfektionieren. Aber. Ja, ich gleite hier gerade so zu dir. Hier kriege ich ja viel, viel weniger Materialien. Ich habe jetzt aus einem Baum nur 40 Holz nicht rausbekommen. Ja, weil bei der Spielwiese, bei dem Modus, den wir eben gespielt haben, kriegst du immer viel mehr. Achso, okay. Gut zu wissen. Und was bringt das, wenn ich so ein Auto abbaue? Kann ich das? Ja. Und es gibt Eisen. Genau. Kann ich daraus was craften? Oder auch bauen? Bauen. Ist zu den Bausachen craften, reingekommen. Craften. Nee, das ist schon craften. Ja, wo kann man das craften? Zum Beispiel, kennst du vielleicht aus Minecraft so, was kann man mit so Seilbahnen und Autoscooter und sowas? Kann man damit craften? Ganz theoretisch ja. Du bist jetzt erst Level 1, da musst du erstmal ein bisschen hochleveln. Und, ja. Und warum ist das zu meinen Bausachen gekommen? Und warum hast du eben so gelacht? Veräppelst du mich? Nee, ich? Nein, ich doch nicht. I'll have to ask my accountant about that. Jetzt kommt da irgendwas Lilanes hinter uns. Krieg mal da ja, Sachen. Schnell weg, nein. Ach komm so, zu mir. Das ist böse. Das ist böse, ganz böse. Was ist das? Das ist, also, das ist. Die Zone. Die Zone? Also, Zone, genau. Das sagt okay, also, da sitzt vielleicht nicht rein, dann niemand. Das klingt schon so gruselig. Nicht aus, genau. So wie zum Beispiel bei Harry Potter Voldemort. Das sagt man einfach nicht. Okay. Ist da vorne ein Spieler, da hüpft irgendwas. Oder ist ein. Nee, das war kein Kaninchen, das war ein Spieler, glaube ich. Gibt's ja auch Tiere. Jetzt ist da irgend so eine Rakete. Guck mal, der ist so eine Rakete im Himmel. Der hat einen Raketenwerfer. Ist aber nicht schlimm. Okay. Was sind diese Vierecke? Kann man verbrauchen. Ja, verbrauch die mal. Jetzt bist du auch so eine Rakete. Jetzt kann ich dich abschießen zum Beispiel. Jetzt. Also, komm mal hier hin. Aha. Jetzt stelle ich hier drauf und dann schieße ich dich ab. Hier? Genau, ja. Au! Ja, genau. Und wie kann ich jetzt wieder ein normaler Mensch werden? Da musst du Rechtsklick gedrückt halten. Ich glaube, hier sind die wieder diese Menschen vor uns. Ja, da vorne steht er. Ich habe einen bekommen! Mit dem Jagdgewehr. Soll ich das jetzt einfach abbauen hier, die Wand? Das kannst du jetzt abbauen, genau. Aber die schießen jetzt alle auf mich. Lass mich doch in Ruhe. Oh, jetzt haben die uns getötet. Jetzt haben die uns beide getötet. Genau. Es waren, also so Ninja. Heißt der, glaube ich, so ein Typ, der hat uns, egal. Ist ja gut, ist ja besser als du. Kennst du den? Ich kenne ihn noch damals aus der Grundschule, aber der ist jetzt, wohnt jetzt nicht mehr hier in der Nähe.
Oh, der eine ist über mir und der finde ich nicht. Ja, ich habe beide getötet. Nice. Ja, komm, die anderen sind über dir. Nein! Ah, Mann! Mann, ey! Verdammte Scheiße! So, Leute, das war's schon mit der Folge. Und direkt zur Abmod würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal das Giveaway. Und zwar geht es heute auch wieder mal um ein paar EDW-Waffen. Ihr könnt heute einfach mal nochmal 406er Schneeballwerfer mit Alpha-Stats wie auch eine Sturmklinge gewinnen, welche ebenfalls ein Doppelelement hat. Das heißt, sie hat Wasserenergie drauf. Falls ihr diese Sachen haben wollt, dann wäre es auf jeden Fall mega korrekt von euch, wenn ihr einfach mal ein Abo und ein Like da lassen könntet. Und ansonsten schreibt doch einfach mal in die Kommentare, warum ihr diese Waffe haben wollt. Und ganz wichtig, dazu ein Hashtag Adventskalender und ein Hashtag Abo und Like Isa. Ansonsten nochmal jetzt an alle Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall mega über einen Daumen und einen Kommentar freuen. Das wäre wirklich mega nett von euch. Und ansonsten wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.